Willkommen zu einer weiteren Folge Coral Island. Und was werden wir heute machen? Wir gehen auf jeden Fall nochmal in die Mine. Und ich wundere mich gerade, warum habe ich so wenig Energie? Ich glaube, ich bin ein bisschen spät ins Bett. Ist nicht schlimm, denn ich habe ziemlich viel zu essen dabei. Und ich habe nämlich, den packen wir mal rein, 4 Flügel. Und wie viel brauche ich? 5 Flügel. Natürlich brauche ich doch einen mehr. Ja, wir haben ja gesehen, letzte Folge, wie schwierig das ist, die zu bekommen. Was habe ich da jetzt rein sortiert? Ich weiß es gar nicht. So, erstmal alles, was geht weg? Ja, den Kram nehmen wir mit, wobei... Warte mal, hatte ich den schon? Ne, guck mal. Boah. Warte mal. Was ist das hier eigentlich? Ach ja, das ist ja der Ring, den habe ich ja gewechselt. Stimmt. Den machen wir das doch mal so. Den Ring packen wir mal rein. Dann werde ich nochmal mich um die ganzen Tüdelüche kümmern. Das hier mal wegernten. Dafür brauche ich die Sense. Die holen wir mal eben raus. Kümmern uns um die Tiere. Kümmern uns um das ganze Gedöns im Schuppen. Und dann gehen wir in die Mine. Auf jeden Fall. Ich möchte da jetzt auch einmal durch. Und ich möchte die Flügel haben. Ich will. So, hier baue ich erstmal nichts an. Wir haben die 24. Ja gut, es wird bestimmt irgendwas geben, was du anbauen kannst für ein paar Tage, aber muss nicht zwingend sein. Weil sonst müsste ich wieder zu Sam, da war noch was kaufen. Und wir verlieren immer mehr Zeit vom Tag. Das ist nicht so gut. Deswegen belassen wir es heute mal so. So, das einmal weg. Ich weiß gar nicht, ob da oben irgendwas ist. Nö. Dann gehen wir mal zu den Tieren. Vielleicht haben wir schon vielleicht schon eine Feder. Mal gucken. Das wäre natürlich richtig gut. So, alles einmal raus. Alles einmal raus. Wem muss ich jetzt noch von Hand streicheln? Die Schweine, ne? Ja, genau. Da ist noch Handstreicheln angesagt. So, findet mal schön Trüffel. Ihr drei. Sehr gut. Okay. Ja, die Hühner müssten eigentlich gestreichelt sein, genau. Nee, leider nur Eier. Schade. Na gut. Geht bald los. Geht bestimmt bald los. Vielleicht bleiben die auch draußen liegen. Das kann natürlich auch sein. Dass die Federn dann hier draußen liegen bleiben. So, erstmal melken. Ah, Wolle gibt es heute keine. Ist aber nicht schlimm. Gut. Dann bringen wir das mal alles. Oh, guck mal, schön, ne? Schön. Oh, wie ein Rad macht. Angeber. Ja, da müsste der ganze Menge fertig sein, stimmt. Wie sieht es mein Inventar aus? Mittelprächtig. Dann bringen wir doch erstmal ein bisschen was weg, damit wir ein bisschen was aufnehmen können. Und ich habe immer noch einen Tee. Ich habe immer noch einen Tee. Also hier so ein Grüntee. Den muss ich mal die lieben Alice geben. Na, guck mal, hab ich sogar 2 Saaten bekommen. Kommen. Zack, zack, das einmal da rein, jo. Nehmen wir alles erstmal mit. Oh, das ist aber wirklich viel, auch der Honig. Das ist natürlich sehr schön, das wird bestimmt eine ganze Menge Geld heute geben. Und sogar das ist fertig. Aber der andere Käse, der braucht noch ewig. Ja, dieses fermentierte Fass, also das Fass zum Fermentieren, soll man wohl bekommen, wenn man bei Landwirtschaft Level 10 ist. Wo bin ich denn? Bei 8. Puh. Na gut, das läuft ja im Endeffekt automatisch. Dauert aber noch. Ah. Na gut, okay. Ich bringe erstmal alles weg. Und dann füllen wir wieder auf. Und dann öffnen wir noch die ganzen... die ganzen Geoden und so weiter und so fort. Spenden noch, was zu spenden ist. Und dann ist der Tag auch schon wieder fast rum. Ah, den Käse, der kommt erstmal weg. Ja, 555, also das ist schon echt viel Geld. Aber es braucht auch wirklich sehr, sehr, sehr lange. Ja, ich weiß. Herr Fluff, alles gut.
Genau. Ach, das waren wahrscheinlich irgendwelche Saaten, die ich da eben reingepackt habe. Die hatte ich schon mal bekommen. Hab das gar nicht mitbekommen. Naja. Gut. Dann füllen wir erstmal auf, damit es wieder schön Geld gibt. Ja, was machen wir denn? Was machen wir denn? Das könnte einmal weg und das könnte einmal weg. Weiß nicht, ob das reicht. Nehmen wir das nochmal mit. So. Achso, hier ist ja noch. Hier ist ja noch. Ah, da geht's nicht rein. Okay, ein paar Blumen könnte ich holen. Da ist nämlich Honig leer. Aber nun machen wir erstmal Milch. Dann nehmen wir das hier mit und nehmen wir das mit. Und Eiers. Habe ich wirklich wenig, ne? Ich brauche mal mehr Hühner eigentlich. Oder irgendwas, was Eier gibt. Genau da. Da. Und dann machen wir ein bisschen Käse. Wo waren die Milch? Da. Nee, doch. Ah, ich habe jetzt. Ich habe doch jetzt drei von den Dingern. Stimmt ja. Und den kriege ich auch noch unter, Mensch. Geht doch alles rein da. Dann nehmen wir das noch mit. Dann sind wir die beide los. Der da und. Ja, sehr gut. Und Blumen wollte ich noch nachpacken. Ja, nehmen wir die. Läuft. Ja, läuft. Kann ich mich gar nicht beschweren. Gut. Dann knacken wir die ganzen Geoden, schauen mal, ob wir was spenden können. Und dann gehen wir endlich ins Museum, wollte ich gerade sagen. Nein, wir gehen nicht ins Museum. Was? Es gibt nur 25? Narzissenhonig, das ist aber nix, ne? Das ist aber wirklich wenig. Da habe ich nur drauf geachtet. Das ist ja lächerlich. Das lohnt sich ja gar nicht für die Zeit, die da eingesetzt wird. Knacken, knacken, knacken. Wo gehe ich denn mal hin? Da gehe ich hin. Was ist heute eigentlich für ein Tag? Ich habe da gar nicht drauf geguckt. Können wir überhaupt was knacken? Mittwoch? Jo. Da haben die doch wohl auf. Der Pablo. Da wird er doch aufhaben. Da wird er doch da sein. Und da ist er da. Da ist er da. Da ist er. Gut. Ja, machen wir. Achso, der kann. Ja. Die anderen Sachen muss ich ja zu. Oh, ein Smaragd. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich den. Nee, siehste. Hatte ich noch nicht. Aber er geht nur ins Museum. Oh, ist okay. Gut, dann gehen wir noch einmal zu Ling. Lassen da nochmal die ganzen Reptilien. Ja, wir öffnen die Reptilien. Die Fossilien, Mann. Hier werden keine Reptilien geöffnet, keine Angst. So. Das ist die Butze hier von der Ling. Also das Laboratorium. Wenn man es genau nimmt. So. Einmal hier rein, einmal alles. Genau. Zack, zack. Ja, haben wir bestimmt nicht, haben wir bestimmt auch nicht. Und da bin ich mir nicht sicher. Aber das werden wir gleich sehen. Das packen wir da gleich einmal alles rein. Und wenn ich die Hunde so sehe, fällt mir ein, ich wollte mal noch einen Hund holen. Oder ein Kaninchen, auch so süß. Aber das muss bestimmt drin sein. Ich wollte eigentlich schon was mit einer Hundehütte draußen haben. Und dann können die beiden sich immer schön beschäftigen, Hund und Katze. So, dann donaten wir mal was zu donaten. Ist. Gegenstand spenden. Ich glaube, der geht wirklich nur hier rein. Ach, guck mal, das haben wir schon. Ich glaube, das. Da. Ich gucke noch mal kurz nach, aber ich meine, genau, das geht nur hier rein und das geht. Ich würde es dann doch erst. Oh, es gibt eine Belohnung. 5 Seile? Das passt ja richtig gut. Da könnt ihr gleich mal gucken, ob ich noch ein paar Seile machen kann. Und dann kommen wir schneller voran. Wobei, eigentlich will ich gar nicht schnell vorankommen. Ich will ja noch einen Flügel finden. Ah, kriegen wir schnell hin. So. So, das Ding können wir verhökern. Den nochmal kurz zum Seetempel bringen. Dann schauen wir nochmal, ob wir ein paar Seile machen können. Jo, und dann. Und dann. Dann geht's endlich los. Gut, wo kommt das Ding denn hin? Krass, da fehlt doch noch ein schwarzer Opal. Habe ich noch keinen schwarzen Opal gehabt? Das kann ich gar nicht glauben. Da müsste ich ehrlich gesagt mal gleich gucken.
Ich würde jetzt sagen ja, aber naja. Vielleicht habe ich den auch mal reingelegt und wollte ihn mal spenden. Nee. Hier ist auch nichts. Mal bei den Edelsteinen gucken. Nicht, dass ich den mal reingepackt habe und dachte, ich mache das irgendwann mal. Nee, tatsächlich nicht. Und hier habe ich wirklich. Ja, das Ding muss ich mal aufmachen. Hätte ich jetzt auch mitnehmen können, ja. Das wäre durchaus im Bereich des Möglichen gewesen. Nö. Alles, was da ist, gespendet. Na gut, dann müssen wir noch einen schwarzen Opal finden. Ach, warte mal, Steine. Gib mir mal alle Steine, die wir haben. Und dann machen wir da mal ein paar Seile draus. Also eins. Es ist Wahnsinn, wie viele Steine man braucht, ne? Aber gut, das ist dann aber auch schon ganz schöner Vorteil, wenn man die Dinger hat. Und dann kommt wirklich schnell voran. Das da rein. Und das. Ja, dann können wir los. Essen habe ich dabei. Jo. Ab geht er. Ab geht er. Ich glaube, ich werde die Seile mal dann nutzen, wenn ich jetzt den Abstieg nicht schnell genug finde. Beziehungsweise ich alle Erz weggemacht habe und dann nichts finde, dann nehmen wir halt eben das Seil. Jo, hier wollen wir rein. 30, guck mal, das ist ja gar nicht mehr viel, nur noch 10 Stufen. Und dann sind wir doch schon durch. Achso, nee. Ich muss ja hier lang. Jo. Und gerne viele Fledermäuse. Viele, viele, viele Fledermäuse, bitte. Keine Oger. Und der gibt mir garantiert. Ja! Natürlich kriegst du von dem immer Knochen. Ja, Steindomino, das hättest du zur rechten Seite machen sollen, nicht nach vorne. Mann. So. Eine Biene. Eine Biene. Wahnsinn, wie schnell man die fertig macht. Das ist schon wirklich irre. So. Nee, da lang. Noch ein Oger. Der mir garantiert einen Knochen gibt. 100 Pro. Wetten? Wetten? Ja, moin. Da kriegst du jedes Mal einen Knochen. Und diese ollen Fledermäuse, wenn du sie da mal siehst, zaudern so mit ihren Flügeln. Du hast doch bestimmt mal Fledermausflügel verschluckt. Nee, hat er nicht. Dunkelessenz. Auch nett. Oh, was ist das denn? Kompost. Ah, super. Warum ist da kein Fledermausflügel drin? Oder da. So, ja, es gibt keine Erze mehr. Ich nehme jetzt einfach ein Seil. In der Hoffnung, ich habe das Ding jetzt nicht übersehen. Oh, oh, eine Fledermaus. Das ist mein Flügel. Das ist mein Flügel. Er hat ja immer ein zwei. Und? Natürlich nicht. Ich bin wahrscheinlich so enttäuscht für das, was ich denn kriege, wenn ich das abgebe. Aber gut, dann hat man das zumindest einmal komplett. Ja, damals ist Steindomino, ne? Hm, ist klar. Da braucht das doch keiner mehr. So, da ist nix. Ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell man mit dem Ding hier alles wegschnetzeln kann. Das Teil habe ich total unterschätzt. Okay, Dunkelessenz. Jo, der Abstieg ist wieder nicht da. Nehmen wir doch das Seil. So, du hast ihn. Du hast ihn. Hast du ihn? Nein. Ach, keine Monster-Essenz. Das ist so irre.
Ja, von dem gibt es leider nichts. Das ist nicht das, was ich brauche. Ganz schön groß die Ebene. Also, wow. Sehr verzweigt. Hallo. Na, von dir kriege ich Knochen, ne? Ja, natürlich. Den hat er immer dabei. Der hat so echt, also ich würde sagen, fast 100% Drop-Chance. Bei den Fledermausflügeln müssen es irgendwie 0,00001 sein oder so. Wow. Instant weggemacht. Ach Mann. Ich will jetzt nicht andauernd die Seile verballern hier. Es wäre schön, wenn ich so einen Abstieg auch mal so finden würde. Ich snack mal ein bisschen was. Das dauert jetzt ein bisschen, weil viel Energie ist nicht. Aber for free. Hat nicht viel gekostet. Ich glaube, die Dinger sogar gar nichts, die habe ich nur gefunden. So, das reicht erstmal. Wow, da findet man hier Bronze auch nicht schlecht. Sehr schön. Ein Seil gespart. Das ist gut. Oh, guten Tag. So. Er hat wieder seinen Knochen und der dahinter hat hoffentlich mal einen Fledermausflügel. Aua, das hat weh. Und? Yes. Ah, ist das herrlich. So, raus. Nein, Quatsch. Boah, endlich. Endlich 5 Meter, Metermausflügel, ja. Fledermausflügel. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Das ist schon mal gut. Ein Meilenstein haben wir schon mal. Jetzt müssen wir noch die ganze Ebene hier abschließen einmal. Bis Stufe 40 runter. Und dann finden wir noch den Feuerriesen. Jo, den brauchen wir noch. Oh. Ach komm, nehmen wir einfach. Egal. Osmium. Ich habe so viel Osmium. So, Stufe 35. Oh, da ist gleich schon der nächste Ausstieg. Muss ich mir merken, nicht, dass ich hier gleich ein Seil verwende. Und dann könnte ich eigentlich gleich meine ganzen... Wie viele Seile habe ich noch? 4. Eigentlich perfekt. Komm her, du. So, danke. Ich mag diese Maulwürfe nicht. Die Maulwürfe, die mag ich am unliebsten. Weil die immer mit ihren blöden... Genau, da kommen sie hoch, machen diesen blöden Dings, diesen Kreis. Irgendwie mag ich das nicht. Und vor allem, weil die abhauen. Das ist voll fies. Hat dir aber nichts geholfen. Jo, dann nehmen wir doch gleich mal die Gelegenheit in Anspruch. Oh, der ist doch damit zwischen gewesen. Den kann man gar nicht sehen. Unter dem Blub. So, Seil, Seil. Zack. Ist mir egal jetzt. Ich will es hier. Ich will runter. Ist mir egal, da hinten Osmium, aber... Ich will da jetzt einmal durch. Ich will. Kann hier nicht platziert werden? Na klar kann das hier platziert werden. Oh, Ingwer. Ernten. Stufe 40.
Säubere alle Minentore. Habe ich gerade freigeschaltet? Sprengstoff 3. Nehme ich gerne mit. Habe ich schon das Rezept, glaube ich, ja. Oder hatte ich nur 2? Ne, 3 hätte ich auch. Ja, super. Dann finden wir den auch noch. Untersuchen, aber hallo. Göttin recht gehabt, mächtig und besonders Menschlein ist. Skeptisch wir waren, doch wir hier am Grund der Feuermine. Menschlein, sich das ansehen. Ja, mach ich doch. Ich hab sogar schon angefasst. Oh. Es ist Giyu. Er sieht doch aus wie ein Giyu. Menschlein, schnell, zerbrechen die verfluchte Tafel, du musst. Ja, mache ich wie immer, ne? Ich touch das Ding irgendwie an, da dreht sich dann und ist weg. Ah, wäre schon Übung drin, ne? Eigentlich habe ich da doch Übung drin, ne? Ja, einfach irgendwo angrabbeln. Und weg ist das Ding. Chief. Giyu, hier bist du. Hier du bist. Ich muss das. Man muss auch schon die Reihenfolge einhalten. Häuptling, hier Giyu. Wir haben gedacht, verantwortlich für Verwandlung von anderen in Stein, Giyu war. Wir gedacht. Nein, nein, nein. Das war nicht Giyu. Es war Gord. Gord? Hier Gord ist? Wo? Giyu nicht wissen, aber Gord war hier, als andere Riesen zu Stein wurden. Und dann, Giyu? Oh, Giyu. Mir so leid tut, Häuptling. Alles klar ist. Giyu, zur Lobby wir gehen. Ob wir diesen Gord noch irgendwie finden müssen? Wir danken, Menschlein. Wir dich sehen in der Lobby. Wir könnten ja auch zusammen gehen. Machen wir auch. Okay. Ja, herrlich. Quest abgeschlossen. Versteinerte Riese. Öffne das Tagebuch, um die Belohnung abzuholen. Ja, das mache ich doch gerne. Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte nur das Tagebuch öffnen. Da. Gibt's gar nicht so viel, ne? 600 Münzen. Oh, da unten habe ich noch was. Baumpflanzfest. Hä? Oh, da kriegst du sogar noch einen Baum. Was habe ich denn dafür? Habe ich dafür einen Baum bekommen? Pflaumensetzling. Oh, cool. Im Frühling oder Sommer pflanzen? Quasi jetzt. Gut, wir gehen mal nach oben. Eingang. Ah, schön, haben wir dann endlich durch. Da sind sie alle. Häuptling, die Riesen spüren, dass etwas Merkwürdiges geschehen ist. Ja, ja, irgendetwas ist passiert. Riesen haben Bumm gehört, wenn Riesen hierher gekommen sind. Häuptling, alles klar? Giyu. Es ist Giyu, ja, das wissen wir ja nun. Warum Giyu hier? Nein, nein, nein. Nicht der Platz hier ist. Sprechen darüber, wir werden wieder zu Hause. Erklären es wird uns Giyu. Nach Giyu ausruhen. Ja, Giyu? Ich glaube, das klingt nach einem Plan. Dann wir uns sehen werden, Casual. Ja. Mal wieder. Also muss ich noch zu dir nach Hause latschen. Wunderbärchen, wir haben das abgeschlossen. Was machen wir jetzt zuerst? Richtig, Flügel abgeben. Den machen wir gleich mal. Erstmal holen wir alle ab. So, nein. Da sind sie. Ja, ja, ja. Und dann gehen wir einmal zum Seetempel. Und müssen erstmal suchen, wo das war. Da nicht. Da. Ach, endlich. Alle 5 Reiner. Bam, wunderbar. So, Sprengstoff 3 freigeschaltet. Ach, jetzt habe ich das freigeschaltet.
Okay. Jetzt kriege ich den wahrscheinlich nochmal. Ja. Sehr schön. Da haben wir das auch fertig. Was fehlt hier einfach noch? Einfach, ja, bei Kochen, da muss ich mich mal ein bisschen... Ich muss halt die ganzen Geräte erstmal kaufen. Da habe ich noch gar nichts. Das liegt aber daran, dass ich keine Bäume habe. Und hier fehlt mir noch beliebiger Fruchtsaft. Da muss ich mal gucken. Habe ich nicht vielleicht sogar irgendeinen Fruchtsaft zum Verkauf angeboten? Müsste ich mal schauen. Da gucke ich immer nie nach, ob ich die Sache noch spenden kann. Ja, so ein Bananensaft ist ein Fruchtsaft, ne? Den bringe ich doch mal eben weg. Oh Mann, das wäre was geworden jetzt. Dann haben wir zwei Sachen fertig. Das ist ja richtig gut. Das ist richtig gut. Da freue ich mich. So, einmal hier rein. Einmal da rein. Bam, haben wir noch was fertig. Ein Fässchen. Was für ein Fässchen? Ach, da kriege ich noch ein Fässchen. Ja, das ist doch gut. Ja, jetzt fehlen noch zwei Sachen. Also ja gut, da alles und hier Essen, Smoothie, Spiegeleier, Tomatensuppe. Onigiri. Ich müsste mir mal die ganzen Sachen kaufen, die ganzen Geräte. Das sind aber noch einige. Dann gehe ich nochmal kurz hier hin. Schau mal, ob wir im Riesendorf jetzt noch schon irgendwas machen können. Ob das vielleicht morgen geht. Mal gucken, ob die schon ready sind. Für eine kleine Konversation. Achso, ja. Schön, dass das noch in Englisch ist. Auf jeden Fall geht das noch nicht. Gut. Da ruht sich die Gio wahrscheinlich noch aus. Ab zur Farm, ab ins Bett. Nächsten Tag abwarten. Ja, dann muss ich mal gucken. Ich bin auch mal gespannt, wie viel Kohle das jetzt gibt. Wobei, warte. Obwohl, nee, dann schmälert das den Ertrag morgen. Ich könnte jetzt noch ein paar Sachen reinhauen natürlich, aber ist egal. Dann habe ich am nächsten Tag so wenig und bin dann enttäuscht. Nee, das will ich nicht. Gut, was haben wir? Leistungspunkt. Das ist in Ordnung. 15.694, das ist wirklich sehr gut. Für mich. Schon ganz ordentlich. Mhm. Oh. Du hast letzte Nacht einen großen Einschlag gespürt. Wow, 42.000. Das hört sich an, als wenn wir ein paar Tiere kaufen können. So, wir haben den 25. Ich glaube, ich werde die Blumen bald mal wegnehmen, bevor ich das vergesse. Nochmal schauen, was zu ernten ist. Oh, Erdbeeren, sehr gut. Hier auch nochmal Erdbeeren. Ach, da noch so ein bisschen Soja. Und hier, mal gucken. Vielleicht gibt es noch eine Feder. Das ist wieder Sahnehäubchen. Hier ist noch eine Feder vom V. Die Else. Nee, noch nicht. Ja, macht aber erstmal einen dicken hier. Nee, leider noch nicht. Schade. Gut, kommt schon noch. Geben wir ein bisschen Zeit. Und hier? Trüffel. Harz. Nehmen wir auch mit. Ja, sehr gut. Also das war doch mal wirklich eine erfolgreiche Folge. Wir haben die Minen abgeschlossen. Alle Fledermausflügel endlich bekommen. Da bin ich wirklich sehr froh. Und wir werden heute mal dann bei den Dings vorbeischauen. Bei den Riesen. Bei den kleinen Riesen. Da wird ja auch was passieren. Was machen wir noch? Das Fässchen hinstellen. Und dann ist auch bald Jahreszeitenwechsel. Genau. Habe ich heute schon gestreichelt? Oh nee. Jetzt aber. So, nachgeholt. Wunderbar. Ja, und es wäre natürlich prima, wenn die nächste Folge wieder reinschaut. Ne? Da geht es nämlich munter, fröhlich weiter. Bauen wir weiter aus, machen dies, das. Es gibt noch so viel zu tun. War denn noch Gurken? Das sah ihm so aus. Nee. Na gut, also wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr die nächste Folge wieder reinschaut. Das wäre richtig prima. Und ich verbleibe mit einem. Ciao, ciao.